Let's Play Anno 1404 Venedig. Die Erschaffung einer neuen Welt. Der Albtraum geht weiter, Freunde. Hier bei Anno 1404 Venedig. Ja, vielen Dank auch, ich weiß. So, ich habe Oskar noch ein paar Gedanken gemacht, um Kardinal Lucius aufzuhalten, und ich habe die Idee schlechthin. Aber dazu brauche ich einen kleinen Marktplatz. Wo habe ich den genau? Denn er ist ja ein NPC und wir wissen doch, alle NPCs sind einfach nur doof. Also, wieso? Ganz einfach, was macht er? Er greift eins meiner Markthäuser nach dem anderen an. Und dann natürlich das Gefühl, er könnte das hier einfach so zerstören und danach das nächste angreifen, mache ich hier ein paar Markthäuser mehr hin, damit er ein bisschen beschäftigt ist. Bingo. So. Das heißt, ich habe soweit ein bisschen Ruhe vor ihm, das ist sehr gut. Jetzt muss ich, ja gut, ich muss den Assassinen finden, aber den finde ich nie wieder, das kann ich vergessen. Mal gucken, er müsste irgendwo, wie gesagt, hier sein, aber wo soll ich den Kerl denn noch finden? Der Gegner versucht, eines ihrer Handelsgebäude zu erobern. Ah, Lucius, ich hasse dich so sehr. Das glaubt mir kein Mensch, ey. Mann, oh Mann. Ja, wir kommen zurück bei Anno 1404 für Venedig, jetzt wird ein bisschen ruhiger, nicht wahr? Da während Kardinal Lucius unsere Stadt hier angreift, sind wir hier immer noch gemütlich, die Leute hier merken gar nichts, sie denken, ja, Michael, der richtet das schon, er ist unser großer Anführer. Genau, kauft Leute, kauft, und das ist auch richtig so. Und jetzt werde ich Lucius ein bisschen ärgern. Ich habe euch bereits erwartet. Das freut mich sehr, vielleicht ist das ein Scherke. Denn Lucius, was du kannst, kann ich schon lange. Unsere Bilanz ist mies, aber es muss gehen. So, jetzt habe ich hier irgendwo, wie war das schon mit dem Aufstacheln? Ging das irgendwie so? Ich überlege gerade. Ah, hier genau. Wohnhaus infiltrieren, Linkshaus lässt einen Schrank in diesem Gebäude seinen Schlupfwinkel beziehen. Oh yes. Dann versuchen wir es mal mit 800. Ja, geht es auch ein bisschen billiger vielleicht noch. 800 ist mir momentan ein bisschen viel. Ich müsste noch ein neues Schiff kaufen und 800. Komm schon. 800. Nein! Sieht mich keiner, wenn ich mich hineinschleiche. Ja, das hoffe ich auch, und zwar für dich. Sonst wirst du gehängt, hey. Gut, wie gesagt, hier sind noch ein bisschen Fighten, sollen die doch. NPCs sind ja so doof, ich hoffe nur, ich bereue diesen Spruch nie. Gut, jetzt habe ich hier Seile, auch nicht mehr so viele, verdammt, ich brauche eine zweite Seile rein, wird es schneller gehen, aber... Nö. Zu viel Kohle, zu viel Kohle, so, ich habe eine Bilanz, die nicht so schlecht ist, die aber ruhig besser sein könnte. Der Feind ist im Begriff eines ihrer Handelsgebäude. Ich habe mich hier bestens eingerichtet. Sehr schön, freut mich. Gut, Lucius. Dich werde ich platt machen. Ups, jetzt greift alle vier an. Oh. Ja, wie gesagt, er ist ja schön doof und daher kleines Markthaus hier noch eins. So. Soviel dazu, kann ich eigentlich bereits Stadtmauern bauen. Kann ich natürlich nicht. Das geht erst ab Stufe Bürger. Verdammt, für Bürger brauche ich aber Gewürze. Das heißt, ich müsste hier unten irgendwo eine Insel. Ist das mein Schiff? Was macht mein Schiff hier? Ich habe echt. Wusste gar nicht mehr. Okay. Ich habe nichts gesagt. So, die Insel gehört also nun endgültig mir. Ist mir scheiße, was Lucius hier macht. Dem können wir das sowieso nicht suppe. Ich zeig dir euer wahres Gesicht. Ups. Yeah, cool. So, was sagen die anderen denn dazu? Na? Auf der Insel eines Mitspielers tobt ein Unwetter. Echt, wo? Rottenrode? Also, es ist eine Insel. Ja gut, Unwetter ist jetzt nicht so schlimm, das bringt zwar... Gut, ihr seht schon, man sieht gerade gar nichts mehr, müssen wir näher ranzoomen. Es bringt ab und zu noch ein paar Gewitter, sprich auch noch ein paar Blitze und so, und vielleicht geht auch mal noch was in die Luft, beziehungsweise brennt noch etwas, aber sonst nicht so schlimm. So, ich behalte eben mal das Auge noch dran, ja. Ist trotzdem drin, ach du Scheiße, ja, das braucht eine Weile leider, Restdauer. Ist nicht so übel, aber trotzdem, plus 43, ich müsste einen Pakt abschließen mit den Korsaren. Und ich brauche hier ein neues Handelsschiff. Habt Verständnis und leistet euren Beitrag. Ja, weiß er doch. Und dann will 6.000 für, ich habe einfach zu wenig Geld. Verschwinde, oder ich... Ja, weiß ich doch. So, jetzt muss ich hier was anbauen, nicht wahr? Genau, orientalisches Markthaus. Ich begebe mich hier auf einen gefährlichen Pfad, Freunde. Ich weiß, aber es muss leider sein. Gut, machen wir hier mal eins. Ich habe keinen Bock, dass der hier meine Insel einnimmt, daher... Wobei, Oh nein, da kommt schon der Hassan bin Zahid.
Ich bin Hassan Ben Said. So, und tschüss. Ich haue ab. Oh Mann, nie hast du ja deine Ruhe. Was? So, Markthäuser, ich würde gerne ein bisschen mehr machen, aber momentan bin ich da ein bisschen... Ach du Scheiße. Kann ich mir so viel? Kann ich eigentlich hier abreißen und ein orientalisches Markthaus? Wo? Mal versuchen, was? Müsste eigentlich gehen. Bingo. Ne, komm schon, abdecken. Ne, geht nicht. Ich hab das hier scheiße platziert, ich Trottel. So, sieht schon ein bisschen besser aus, oder? Drängt in ihr Gebiet vor. Ja, ist ja auch nichts Neues. Scheiß drauf. So, was? Siegbedingungen. Alle Mitspieler vernichten. Kann ein bisschen dauern. Kaiserdom errichten. Kann noch länger dauern. Sultansmosche errichten. Das wird sehr lange dauern. Gut. Das ist soweit auch geklärt. Oh, meine Nase juckt. Das gibt's nicht. Hilfe. So, jetzt geht's wieder. Wie sieht's denn hier aus? Oh Mann, es geht doch nicht. So. In Goldwood wurden 91 Bettelrechte erteilt. Jeweils gewinnen ein zusätzliches Bürgerrecht. Das klingt ja schon mal gut. Kann ich eigentlich bereits Bettlerhäuser bauen? Geht das bereits? Das Versteck eines feindlichen Schergen wurde enttarnt. Okay. Ohne dass ich was gemacht habe. Das ist natürlich sehr schön. Okay, es ist das Bettelhaus. Was braucht ihr überhaupt alles? Überleg gerade. Ich platziere es mal hier hin, was? Jetzt mal gucken, was braucht ihr überhaupt alles? In keiner anderen Stadt sind die Leute so großzügig. Ich bin ja auch so doof. Wir haben wieder ein paar von uns ein Dach über dem Kopf. Danke. Ja, bitte. Ich bin jetzt zwar gerade am Krepieren, aber ist ja scheißegal. Hoffentlich habt ihr ein Dach im Haus. Im Kopf. Im Haus sowieso. So, ich brauche irgendwie ein paar Bürger mehr. Nur zwei, das ist. Ich werde sowas von verlieren, Leute. Ich kann hier zwar ein bisschen Zeit schinden, das stimmt schon, weil, wie gesagt, ihr seht schon, die brauchen viel zu lange im Prinzip für so eine Übernahme, aber trotzdem, es ist halt trotz allem nicht so viel und daher, ja, es wird übel. So, gehen wir auf Nummer sicher. Nun ein Handelsvertrag. Nein, Helena, wieso? Wieso, meine Schöne, wieso? Wie kannst du mir so in den Rücken fallen? Gerade habe ich an dich gedacht. Wieso nur? Wieso nur? 50% nur. Ja, ich weiß, Leute, einschmeicheln ist eine schöne Taktik und so und würde mir auch helfen bei ihr, aber wie soll ich machen? Weil nur 50% ist mir zu heikel. Kann ich? Das sinkt nur mein Ruf, das ist auch Seid nicht schön. Mir gegrüßt. Bei ihm kann ich es versuchen, das hier. Ihr wollt mir tatsächlich bei der Suche nach meiner Tochter helfen? Ich hätte nie gewagt, euch danach zu fragen. Natürlich wollen wir das und wir wollen einen Handelsvertrag. Es wäre mir eine ausgesprochene Ehre. Dankeschön. Und ich will Geld von dir. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wäre euch vermutlich keine große Hilfe. Und der Handelsvertrag ist nochmal im Arsch. Ah, hallo. So viel dazu. Was gibt es Neues? Ich brauche Geld. Geld regiert die 30%. Ja gut, das kann ich gleich vergessen. Ihr wagt es. Du schuldest mir Geld. War ein netter Versuch wert. Seid mir herzlich gegrüßt. So, wie sieht's hier aus? Habe ich überhaupt genug Ruhm? 80 Ruhm, das reicht doch niemals. Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Was zieht er das herum? Unglücklicherweise ist es mir untersagt, euch eure Bitte zu gewähren. Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Willst du mich verarschen? 0%, ey, das gibt's ja wohl nicht. Gut, ich brauche einen Auftrag. Ihr habt zwar kein Händlerschiff, aber auch einen Auftrag. Ihr seid auserkoren. Es braucht wirklich nicht viel, um diese Aufgabe zu vollbringen. Alter Schwede, ich stecke hier mitten im Krieg und was wollen die? Willkommen zurück. Du sollst ja was für mich erledigen, ne? Schon klar. So, wie sieht's hier aus? Gut. Was? Ach, sie reicht nicht? Na gut, dann viel. Eines ihrer Gebäude steht Wieso? Sie haben nicht genug Ruhm. Nein, das gibt's einfach nicht. Was? Wo, wie, was? Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Ja, ist sowieso nichts Neues. Passiert doch ständig. Ich bin im Krieg, Leute. Ich bin im Krieg. Da passiert sowas ständig. Vor allem mir. So, hätten wir das auch geklärt. Hier noch. Hier draußen haben wir noch genug Reichweite. Müsste reichen. Jo, geht auch. Und jetzt. Ihr armen Bauer. Zurück mit euch. Zahlt Steuern. Ihr Lumpenpack.
So, denn hier plus 88, Alter. Dö. Ich würde gerne einen Aufstand provozieren, aber ja. Wie gesagt, naja. Gut, was habe ich hier? Zum Konto von 10 Tonnen Fisch und 5 Tonnen Most. Das läuft jetzt halt auch vorbei, aber den finde ich, wie gesagt, gar nicht mehr. Na doch noch. Komm schon, wo bist du? Wo bist du, du Arsch? Du Arschgesicht, wo bist du? Na, komm, der ist doch so längst über alle Berge. Nein, wieso? Ach so. Ja, da kann ich jetzt auch nichts machen. Da bin auch ich machtlos. Ja, wo bist du? Assassine, hallo, bitte melden. Assassine, es werden gesucht. Bitte melden Sie sich beim Empfangsbüro. Nix. Einfach nix. Da kann es eine Durchsage machen wie ein Grammophon, aber trotzdem, der macht einfach keinen Wank. Oh je. Ja, gute Frage. Wie mache ich jetzt weiter? Leute, habt ihr irgendwie eine Idee, einen Vorschlag? Ich wäre euch sehr verbunden. Ja, ihr habt recht. Machen wir was anderes. Was liefert die Lieferung vom Konto von übrigens sind uns das markierten? Hey, okay. Eines ihrer Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. Nein! Naja, egal, hab noch 10 andere. So, ist auch endlich mal da, meine Fresse. Wie lange das wieder dauert? Die neuen Häuser sind diese hier, 12 und 15, noch nicht so viel. Komm schon. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Ja, Alter, wir haben es mit allen begriffen. Ich bin am Arsch, ich weiß. So. Kann ich das verkaufen? Das wäre auch eine Variante. Zum Beispiel Holz, würde auch noch Geld einbringen. Okay, Holz habe ich sowieso immer genug, nicht wahr? Alter, mein Konto. Sieht auch schon dämlich. Also dämlich, einfach ein bisschen verwirkt aus. So. Brauche ich nicht mehr? Was? Nein, ich will das löschen. Hier. Ein Gegner versucht, eines ihrer Handelsgebäude zu erobern. Alter, ich weiß so. Geht doch. Nein, nicht einkaufen, verkaufen. Und zwar Holz. Was? Minus 50 von mir aus. Vielleicht braucht ja jemand Holz, was aber sonst auch zu viel. Most. Most brauchen vor allem die Niedrigen, sprich die Bauern brauchen vor allem Most. Das heißt, Stein. Stein kann ich auch noch, zwar ein bisschen weniger. Minus, na klar. So, minus, ja, komm schon. Minus 20, ja, mach doch minus 25, doch jetzt aber egal. Ja, wie gesagt, Leute, ich brauche Geld. Geld regiert die Welt, leider auch in diesem Spiel. Deshalb, das ist ein bisschen zu krass. In Anbetracht der Lage ist der Auftrag hinfällig. Tja, sorry. Gut, jetzt muss ich da, wie gesagt, hier hoch, wegen dem Auftrag von ihm. Ich brauche 6000, um ein Schiff von ihm zu kaufen, zu kaufen natürlich. Und wir sind, naja, sieht nicht so rosig aus. Nicht 6.000, 3.500, 6.000 war ja der Pirat, der so viel von uns wollte. Hier bei euch sind wir rundum glücklich. Die Frage ist bloß, wie lange noch? 15, gut, alle eingezogen, ich habe eine Bevölkerung von 1.148. Nicht übel, und jetzt wird Steuern gezahlt. Was? Nur so wenig? Der Unterhalt der Gebäude kostet sie regelmäßig minus 1097 Gebäude. Alter Schwede, ja, das ist ein bisschen viel. Ja, wieso? Dann habe ich so viele Gebäude hier? Ja gut, hier habe ich vielleicht ein bisschen viel Most und so, aber später wird das schon lohnen. Später vor allem. Den kann ich auch mal pausieren. Ja gut, ist nur 5. Ich spare mir nur 5 Münzen, wenn ich so ein Gebäude pausieren lasse. Dieses Schiff ist eines meiner besten. Ja, ich weiß, ich brauche dringend Geld. Das gefällt mir. So bleibe ich immer noch nicht, oder? 1300, das ist. Eure Unterstützung ist nun nicht mehr vonnöten. Wie? Wo? Was? So schnell war das? Na komm, ich bin doch gleich da. Du bist doch ein Trottelmann. Okay, 10 Tonnen Fisch, 5 Tonnen Moss, mach halt den Auftrag jetzt. Einfach mir den Auftrag entzogen. Der alte Arsch mit Ohren. Das ist gleich 9 noch für mich? Komm schon. Wie schön, euch wiederzusehen. Ja, wie schön, euch wiederzusehen. Ja, ich weiß. Wie, 9% plötzlich. Wir haben nur 80. Wir haben momentan gar keinen Ruhm. Das ist einfach nur... Ja. Willkommen.
Ja, hallo Helena, na, wie geht's dir so? So, die Insel und es ist noch meine, das ist sehr schön. Nur die besten Seeleute haben die Ehre, in der orientalischen Handelsflotte zu dienen. Ja, schon gut. Was, bereits 15 Minuten rum? Glaube ich kaum. Oh Mann, Leute, so schnell kann das gehen und trotzdem haben wir kaum was erreicht. Wir sind ein bisschen Zeit geschindet, wie immer. Nutzt diese Baupläne, um in südlichen Gefilden sesshaft zu werden. Das glaubst du selber nicht. Ja, gut, ja. Gut, die Insel hier gehört, wie gesagt, jetzt mittlerweile uns. Wir können zwar der alte stinkige Lucius noch was dagegen haben, sind wir gerade sowas von breit wie lang, sprich so Wurst wie Käse oder einfach nur am Arsch vorbei, das ist mir gerade sowas von egal. Wir müssen hier einfach mal gucken, dass wir überleben. Das ist das Wichtigste momentan. Momentan sieht es nicht so übel aus, wenn er gerade im Vormarsch ist, aber der braucht es so lange, hey. Ich kriege seine Truppen hier weg. Das wird schwierig, das wird schwierig. Das wird sogar sehr schwierig. Hier könnte sogar noch kommen. Alter Schwede, die können von überall aus noch angreifen, muss ich unbedingt ändern. Ein bisschen weiter weg vom Land, bitteschön. Also sprich vom Ufer, weil sonst treffen mich seine Schiffe noch. Und das will ich ja auch nicht. Ja, das hat auch gereicht, ne? Gut, hier hinten könnte auch noch. Alter! So, da darf man jetzt das Geld nicht die irgendwie. Ja, halt geizen. Ein Gegner hat eines ihrer Handelsgebäude zerstört. Nein, nicht schon wieder. Das darf nicht sein. Oh nein. Ach du Scheiße, hier auch noch. Alter, was habe ich denn hier gebaut, hey? Hier ein Scheiß oder was? Gibt's ja wohl nicht. So, wie sieht's jetzt aus? Gut, da kommt das sowieso nicht drüber. Ja, aber auch, Ein Gegner baue ich hat die vermutlich. Grenze zu ihrem Siedlungsgebiet überschritten. Echt, wo denn jetzt? Achso, hier. Oh, ist bereits bei fast allen durch. Scheiße. Kann ich hier oben noch bauen? Nee, geht nicht mehr. Ist mir scheißegal. Die kostet mich zwar 5 Unterhalt, oder? Nee, 10 sogar. Ja, großer Mist, großer Mist, großer Mist. Aber das muss leider reichen momentan. So, können wir hier noch ein paar Gebäude bauen, oder? Wie sieht's aus da auch mit dem Inventar und so? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Boah, bereits erholt er voll. Mal schauen, Leute. Wo kann ich denn noch was bauen? Wo wäre ich noch baufähig? Hier noch? Kapelle, komme ich hier nicht mehr hin? Ah, ja, wir haben da unten eine, gut. Stein ist ein bisschen im Weg, scheiße, aber egal. Das müsste soweit reichen, oder? Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, nö, das geht. Gut. Geld, wieder mal viel, immer noch viel zu wenig. Mann, oh Mann. So, setzen die natürlich überhaupt keine Bauern ein, das ist auch klar. Aufstieg, wie sieht's aus? Aufstieg, Aufstieg 5. Gut, 5, 5, 5, 5. Immer besser als nix. Ich habe die Kirche, die habe ich halt nur so weit. Es geht hier nichts. Verstehe, verstehe. Hab eins meiner Kinder nach euch benannt. Wow, danke schön, das ist ja echt cool. So, 10 Tonnen Moss, 5 Tonnen. 10 Tonnen Fisch, 5 Tonnen Moss, so herum. Gut, machen wir das mal kurz. 10 Tonnen wären hier, 5 Tonnen Moss wären hier. 2, 3, 4, 5. Sehr schön, jetzt machst du dich bitte auf dem Weg. Bringt dir nochmal ein bisschen Geld in die Kasse. Meine Fresse, da dringend nötig, ey. So, Lucius, wie sieht's aus? Was treibst du hier oben so? Bist schön friedlich, das freut mich. Ja, friedlich vor allem. Wie wäre das denn wieder los, ey? Wir bringen noch den Sieg, Lucius! Bitte nicht! Aufsteigen! Hier oben, ja, wieso eigentlich nicht? Mach hier wieder zufriedene Bürger, der Bürger ziehen ein. Yeah, Mann, cool, wir können einziehen, yeah, Mann. Wir können Steuern bezahlen, juhu. So wenig noch, ja, noch vor allem. Hier noch und, oh scheiße, das geht, nein, das geht nicht mehr da. Gut, weil der zieht mich leider in die Bilanz wieder runter. Je mehr man für sein Volk tut, desto mehr bekommt man. Schnauze. Alter, quatsch mich erstmal die Helden da voll.
Ich meine, sie ist ja ganz stuckelig und so, aber jetzt zu meiner momentanen Situation versteht sie gar nichts. Aber so wirklich gar nichts. Eines ihrer Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. Ganz einfach. Ja, Lucius ist ganz schön... Ganz einfach. Je mehr man für sein Volk tut... Ja. Werd ihr von allen Seiten zugequatscht. Hey, das gibt's einfach nicht. Ich kriege noch ein richtiges Burnout. Wenn das so weitergeht, so, dann... Komm schon. Eins habe ich noch. Hier unten vielleicht. Ja, vielleicht. Oder hier unten, wie sieht's aus? Schauspielerhaus. Zimmermannshaus, Armenhaus, nee. So hier oben, was? Moment, Schauspielerhaus, was jetzt überhaupt? Hä? Hier, Vergnügen. Achso, die Schenke. Oh, sorry, das war gerade mein Fehler. Das war gerade mein Fehler. Was? Ja, ihr bitte? Habt wirklich getan, worum ich euch... Da wird die Begeisterung aber groß sein. Oh. Geld. Ich liebe Geld. Gut, Lucius, was treibst du hier oben? Ach du Scheiße. Kannst Markthaus? Kann ich? Nee, kann ich nicht. Ah, der alte Trottel. Ich werde ihn sowas von foppen, hey. Haha. Hier unten noch? Ja, komm schon, Lucius, komm schon. Du altes Arschgesicht. So, ich habe wieder ein bisschen Ruhe, das ist auch sehr schön. Wie sieht's hier aus? Ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft. Ja, hoffe ich doch. Oh, hier geht's ja ganz schön runter, hey. Ja, muss leider sein, Leute. Feuer legen, Sabotage, was soll es sein? Am liebsten mehr Sabotage, um ehrlich zu sein, aber ob du das bereits kannst, ist natürlich die andere Frage. Lucius, das ist seine Hauptinsel, ja, wo war es gerade? Sein Marktplatz auch hier. Geht das nicht? Scheiße. Gut, nehmen nicht, hier musste. Er müsste eigentlich hier irgendwo in der Nähe so eine Art. Was? Geht's nicht hier? Bauernhaus? Okay, irgendwo muss auch sein Spionagehaus sein in der Nähe. Das ist natürlich dämlich, aber was willst du machen? 800 ist viel. Ich kann es mir eigentlich nicht leisten, aber ich muss ihn ein bisschen ablenken. Ich melde mich, sobald ich im Haus bin. Ja, und bitte lass nicht schon auch wieder erwischen, hey. Tja, jetzt heißt es abwarten. Gut, was macht die Wirtschaft so bei meinen Leuten? Die sieht soweit gut aus, es ziehen weiter Leute ein, das freut mich auch sehr. Na, seid ihr bald alle voll? Hier habe ich 1018, das ist noch nicht ganz voll, wenn es sowieso 15 maximal ist, geht es nicht ganz auf. Den Bürger auch nicht mit 8, nee, irgendwo habe ich noch, womit hier was genau. So, fehlt noch. Ein Bauer fehlt noch und ein Bürger. Und da kann ich halt mal wieder die Steuern hochtreiben. Oder wohl eher die Steuerschraube anziehen, so herum. Bauern ziehen ein. Yeah, Mann, ihr seid cool. Wir lieben euch, Sir Michael. Nicht mehr lang und ich kann mir diesen Acker kaufen, anstatt ihn nur zu pachten. Hey, jetzt nicht mehr. Ganz schön fies, was? Ja, ich weiß leider, was soll ich machen? Ich brauche Geld. Und Geld regiert die Welt. Das ist ja auch nichts Neues. So. Und jetzt guckt euch mal die Zahl hier unten an. 59 zu... Wow. Das ist ja... Naja, also kann auch... Perfekte Versteck. Nun kann es losgehen. Gut. Nun, ich kann auch garantieren, nachher, sobald die Bürger zu Patrizier werden, kriegen wir sehr, sehr viel mehr Kohle. Alles klar, mein lieber Scherke. 4000, Alter! Ja, du bleibst noch ein bisschen hier. Hilfe, du musst ja gleich. Ich fast einen Kollaps, ey. 4000! Ich spüre eure Angst. Ja! So siehst du auch aus. Worum geht es? Also du noch was spüren könntest. Ich grüße euch. Servus! Hey, ihr seid der Beste! Ihr seid so mies. Ihr braucht Geld. Manchmal hält mich Willem für seine verschollene Tochter. Ach, ich verstehe gut, dass er überall ihr Gesicht sieht.
Er vermisst sie eben. Der arme, arme Willem. So einfältig, so ein Narr. Ich grüße dich. Ja, dich auch. Hallo, Schätzchen. Ganz meine Meinung. Der Adelstitel allein macht einen noch nicht zum besseren Menschen. Mhm, da stimme ich dir gerne zu. Ich brauche Geld. 52, Komm schon! Eine so wichtige Entscheidung will ich nicht übers Knie brechen. Oh Mann, es sind nur 3000. Alter, komm schon. Ich weiß, es ist nicht mehr Valentinstag, aber trotzdem könntest du mir doch ein bisschen Geschenk machen. Komm schon, süße Maus. Ja, ich sage jetzt lieber mal nichts mehr zu dem Thema. Vor allem zum Thema Frauen. Frauen und das liebe Geld, nicht wahr? Das ist auch so ein Thema für sich. Aber, ja. Nicht jetzt dazu. Nicht jetzt mehr dazu. Gut, wir haben jetzt hier 48. Wie gesagt, es ist nicht so viel, aber was habe ich irgendein teures Gebäude, was ich hier anstampfen oder zumindest mal pausieren kann? Wie sieht's aus? Das braucht ihr 20 für Hanf. Wie sieht's eigentlich aus mit dem Hanflager? Ja, ich brauche viel Seile. Wow, da ganz viele Seile. Seilerei. Ist das nicht eine Schweinerei? Ich pausiere mal 2. Gut, das sieht hier aus. Nur 15, das ist kein Problem, hey. Die kostet auch 20. Oh, die Marktgebäude sind aber teuer. Steinmetz ist... Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichtet. Mann, ey, du bist ein Arsch! Du bist ein Arsch, du bist ein Arsch. Hier, flieh hier rüber. Du. Ich muss dringend mit ihm auf Frieden machen. Oh, wie soll ich das machen? Guck doch mal. Wow, hier. Komm nur. Ein nasses Grab wartet schon auf dich. Sieh es als sicher. Genau, 6000. Für dein Leben. 6000 für den alten Spacko. Sehr bald leid tun. Ups, sorry. Wollte ich gar nicht. Ich wollte nur kurz wegklicken. Ich brauche 3500 auch für ein neues Schiff. Euren Beitrag. Ja, weiß ich doch, Alter, weiß ich doch. Ich brauche Geld, wie kriege ich nur Geld? Mit meiner Gastfreundschaft könnt ihr immer rechnen. Was? Achso, einzahlen, Elf. Wie, Geld gegen Ruhm einzahlen? Spinnt der? Keine Chance, neue Aufträge kriege ich so schnell auch nicht mehr von ihm. Welch angenehmer Besuch. Auch nicht. Ich habe erwartet, dass ihr mich auch. Wieso braucht ihr alle so lange? 16 Minuten, bis deine Folge bereits zu Ende. Das geht doch nicht. Leute, was soll ich bloß machen? Zu mir? Keine Ahnung. Seid ihr furchtlos oder naiv? Furchtlos. Blöde Frage. Oh Mann. Und mein Schiff ist im Arsch. Meine kleine Seeotter. Ich würde gerne ein kleines Kriegsschiff bauen, aber geht nicht. Ich brauche dazu Patrizier. Na. Eines ihrer Handelsgebäude wurde in Schutt und Asche gelegt. Wow, hat ja... Nur etwa 10 Minuten gedauert. Der ist richtig flott heute. Ich überlege, soll ich wirklich? 4000, das ist schon ein bisschen sehr viel Geld. Der Feind drängt in ihr Gebiet vor. Ja, weiß ich doch. Du gehst ja nicht runter, oder? Wehe, du gehst hier runter, Alter. Du bleibst schön hier oben, machst hier die Gebäude platt. Ist das klar? Ja, geht doch. Geht doch. So, jetzt nach hier. Trotzbuch nachher vernichten. Was ein bisschen schwierig werden dürfte, ich weiß, aber ich muss es riskieren. Es geht nicht anders. So kann ich hängen noch klug Häuser bauen. Das Problem ist, Kapelle rein nur noch so weit. Verflixt. Zimmermannshaus, habe ich hier noch die Feuerwehr? Ach nee, Samenhaus. Bauch wärmt Körper und Seele. Ja, ich weiß, und er bringt überhaupt kein Geld ein. 40 Stücke nachher dann zu Patrizier werden. Wenn ich jemals mal so weit komme. Sobald habe ich neues Schiff, bald habe ich neues Schiffchen. Was ist mein altes Schiff? Oh, die Seeotter sieht aber gar nicht gut aus. Alter Schwede, komm schon. Habt Verständnis und leistet euren Beitrag. Wenn es weiter nichts ist, womit das ich Schiff sein gehört kann. Mir hier. Santa Cruz, und jetzt bist du dran, ey. Ich weiß zwar nicht, ob es eine gute Idee ist, gegen die Trotzburg zu kämpfen, aber man kann es mal versuchen. Weil irgendwie da Unterstützung per Schiff anzufordern, geht zwar auch, aber... Wie ist es euch inzwischen ergangen? Ja.
Voraussetzung 400 Ruhm. Alter. Ist ja auch sowas, oder? Goldmünze in Ruhm zu tauschen. Du kannst dir also, ganz ehrlich, mit Geld kannst dir hier wirklich alles kaufen. Du kannst dir Ruhm kaufen, du kannst dich einschmeicheln mit Geld. Es geht einfach alles. 12% zu wenig. Ich möchte gerne mit dir verbündet gehen, aber wie gesagt, das ist ein bisschen heikel. Fluchtlos oder nein? Haut manche speichern, das heißt, wir haben bereits 30 Minuten durch, Leute. Hallo? Boah, das ist laut! Ich werde euer Untergang sein. Was? Ist nicht mehr ausreichend Speicher fahren, um anderen jetzt nur gefahrlos weiter zu spielen? Der wäre mir neu. Die Platz ist fast leer. So, schade, mach ich überhaupt welchen? Und da ist mir die Aufnahme abgeschmiert, Freunde. Oder wohl eher das Spiel ist abgeschmiert und die Aufnahme hat einfach automatisch gestoppt. Wie es auch sollte. Gut, die Aufnahme steht noch, das ist kein Problem. Aber jetzt muss ich halt leider hier die Folge beenden. Und ja, es geht weiter dann bei der nächsten Folge wieder bei Anno 14 für Venedig. Vielen Dank fürs Zusehen und sorry für das kleine Fauxpas am Schluss. Aber irgendwie hat wohl Windows das Gefühl, dass über 30 Minuten Parts ein bisschen zu lang sind. Mikroschrotte, also manchmal. Naja, wie dem auch sei. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.